letzte Saisonspiel muss entscheiden. Ein Sieg muss es sein. Es sieht zunächst schlecht aus. Bielefeld führt 1-0, Wilmots mit Gelb-Rot runter. Dennoch kurz vor der Pause Van Hoogdalems erster Bundesliga-Elfer. Wieder ausgeglichen. 13 Minuten vor dem Saisonende. Das 1-1 hätte nicht gereicht für den UEFA-Cup-Platz. An der Brücke gefoult. Und schon wieder Marco van Hoogdalem mit dem Tor für Europa. Super Schalke. Der Jubel um den UEFA-Cup-Hattrick exorbitant. Kein Wunder, in den letzten Jahren haben die Königsblauen das Feiern ja auch ordentlich geübt. Aber es galt auch, Abschied zu nehmen. Es waren 6 wundervolle Jahre, die ich auf Schalke verlebt habe. Und ich muss sagen, es ist natürlich schön, wenn man so Abschied nehmen kann, nach so einem Spiel wie heute. Auf alle Fälle werde ich die Schalker-Fans immer im Herzen behalten, denn solche Zuschauer trifft man, glaube ich, kaum noch mal auf der Welt. Ob es auch die Abschiedsvorstellung von Jens Lehmann war, wusste nicht mal er selbst zu sagen. Ich kann da jetzt nicht mehr dazu zu sagen, als dass es sein kann, dass das mein letztes Spiel war. Also auf Verdacht und ohne Gewehr. Ciao Jens und alles Gute in Milan oder sonst wo. Mit hechelnder Zunge über die Ziellinie. Dennoch gelungener Euro-Hattrick. Der Verein aus der Nähe von Lüdenscheid in der zweiten Tabellenhälfte. Summa summarum eine tolle Saison, die man auch mit Zahlen belegen kann.